Was geht YouTube und herzlich willkommen zur dritten Episode hier im United World Cup, Leute. Ja, jetzt kommen 3 Tage am Stück Folgen, damit ich noch meine Squad-Builder-Dingens schaffe sozusagen. Aber wahrscheinlich werde ich ja eh nichts upgraden müssen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die legendäre Story, dass ich nach 2 Folgen noch kein Upgrade habe. Wer nicht weiß, dass der United World Cup ist, der, ja, keine Ahnung. Wir haben hier 669 Spiele mit Suarez, das heißt, nach dieser Folge darf ich 671 haben. Ja, wir spielen es einfach. Ich habe mich auch nicht warm gespielt, Leute, wozu auch. Online-Einzelspiel. Yalla, gib ihm. Gerade eben hat Brasilien gespielt, Digga. Da war ich schon richtig sauer gerade die ganze Zeit, weil, Digga, Neymar hat sich so... Ich habe ihm das Tor sowas von nicht gegönnt am Ende noch. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, ja, zocken wir jetzt eine Runde hier mit meinem argentinischen Trainer, den ich immer noch nicht gewechselt habe. Yeah. Und ja, Leute, also, wir schauen einfach jetzt mal rein. Vielleicht reicht es ja heute dafür, dass wir mal ein kleines Upgrade haben. Ihr wisst ja, beim letzten Mal hat es dann durch das zweite Spiel, weil ich mal wieder durch den besten Gegner der Welt ja, um meine Münzen gekommen bin, nicht zum Upgrade gereicht. Schauen wir doch mal, was wir jetzt hier kriegen. Ja, Leute, geilo. Gucken wir uns mal sein Team an. Von wem werde ich heute zerstört? Ah, okay, das ist das schlechteste Team, gegen das ich bis jetzt gespielt habe. Und es hat 100er Chemie, das heißt, es zählt. Okay, Leute, also komm jetzt. Das muss ja jetzt wohl klappen, dass wir diese Folge mal ein Upgrade am Ende der Folge haben, Leute. Das ist so... Ja, Leute, da kribbelt es doch schon wieder alles. Da kribbelt es doch schon wieder alles. Und dann würde ich endlich mal 5 Spiele einblenden, von denen ihr euch dann einen aussuchen dürft und ich mir einen aussuchen darf. Ach, wie schön wäre das denn. So, okay. Ja, ihr wisst ja noch, ich kenne ja meine eigenen Spieler mittlerweile schon selber gut, obwohl das so Silberspieler sind, die man eigentlich nicht kennt, weil, ja, man hat dann ja auch jetzt schon gewisse Spielerfahrung gehabt und da kann man den Suarez auch mal direkt schicken und dann steht es auch mal 1-0, Leute. Da steht es auch mal 1-0 nach fast 2 Minuten und jetzt ein schneller Quit wäre natürlich mal Weltklasse, weil das kann ich dann eigentlich gar nicht mehr verspielen. So, schönes Tor in der 2. Minute hier, so muss das sein. Dann auch noch Tor mit Suarez, bringt ja extra Coins hier. Suarez spielt sogar nach hinten mit, super. Oh Gott, ist mein Verteidiger schlecht. Ich vergesse das immer wieder, wie schlecht die sind. Hey, Schiri. Pfeift er nicht wahrscheinlich, oder? Suarez, einfach mal draufschießen vielleicht. Aber da kriegen wir hier den Einwurf. Den werfen wir natürlich ganz weit. Ah, ich kann nicht mal antäuschen hier, Digga, weil der so schnell geworfen hat. Krass. Okay. Rodriguez. Müssen wir uns was ausdenken, wie wir jetzt hier durchkommen. Machen wir nochmal hier etwas ruhiger. Jetzt den Suarez, Golasso, 2-0, let's go, ey, Kerl. Also das ist jetzt die Folge, wo ich ein Upgrade bekomme am Ende, das geht gar nicht anders. Jetzt Quitte gegen das Silberteam, Digga, das ist auch peinlich genug hier. Ich habe so ein Meme gestern gesehen, wo so ein Bild von Suarez war und da stand so, bite someone, please. Weil der bei jeder WM eigentlich immer zubeißt. Wäre natürlich legendär, wenn er es nochmal schaffen würde. Wieder mal für 80 Spiele gesperrt dann. Schön stehen geblieben hier. Jetzt mal, muss es mal schnell gehen. Die Geschwindigkeit meiner Silver Stars hier mal so ein bisschen ausspielen. Suarez. Ja, der nimmt sich hier Zeit, spielt hier schön runter. Ah, die Grätsche kam natürlich mies rein jetzt hier. Meiner. Jawohl. Schön Abstoß. Oh, Ecke gibt er dafür. Okay. Hab ich. So, und jetzt. Abseits. Ja. Habe ich auch gesehen, Freunde. Also ich spiele auf jeden Fall am schlechtesten von allen Folgen bis jetzt. Das ist eigentlich der Beweis, dass es nur am Gegner liegt. Schön, Suarez hier. Rodriguez, Fangudes, wieder Rodriguez, der nochmal hoch. Platz für Rika, der auf Suarez spielt und dann ist das Ding drin. Dann ist das Ding drin. 3 Tore Suarez, Leute. So muss es sein. So, und jetzt erzähl mir nochmal bitte, dass ich dieses Spiel nicht gewinne. Ja, hier, zack, schön an den Kopf geköpft. Und dann auch mal Glück gehabt. Und jetzt haben wir hier 3 Tore mit dem Starspieler. Das sind 150.000 Münzen, Freunde. Und jetzt lassen wir uns das hier sicherlich nicht mehr nehmen. Der wird auch nicht aufgeben, der Typ, ne? Ah, warum? 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 Warum so schlecht? Ah, Leute, das tut weh. Ey, Leute, nein, 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 der Typ macht jetzt richtig ernst auf einmal. Jawohl, schön. Okay, zur Halbzeit habe ich nach meiner Berechnung, da ich 3 Tore mit Suarez habe und ein Gegentor, 120.000 Münzen gemacht. Wenn nicht, steht was anderes unter mir, falls ich mich da vertan habe. Ja, hier, der Suarez spielt euch hier schwindelig. Schön, dann wollte er hier rausrücken mit der Abseitsfalle. Luna für die Ecke, nehmen wir mit. So. Und die Ecken, die können wir ja. Suarez spielt den jetzt hier super.
Ja, lässt ihn so ein bisschen Dump-In-mäßig reinfallen. Und da gab es jetzt fast einen Abschluss. Da hat sich jemand reingeworfen. Nochmal ein Dump-In. Suarez. Ja, Luna, der kann es. Aus allen Distanzen. Nein! Oh. Schön, hat er nicht mitgerechnet. Suarez. Richtiger Moment für Valverde. Und der macht das Ding nicht. Ich kann nicht mehr. Ich dachte, der macht ihn jetzt. Ah. Ja, Rodriguez mit seinem ganzen Körper. Der weiß, dass es hier um die Coins geht. Ah. Und dann die Grätsche. Und dann der Pass auf Suarez. Der sich hier wirklich super durchsetzt. Und das mache ich jetzt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen, habe ich gesagt. Nein, das gibt's nicht. Suarez erst so geil durchgesetzt. Und dann Pfosten. Schon wieder Pfosten. Das zweite Mal. Da gehst du hin mit ganzem Einsatz. Abseits. Das Ding zählt. 3-2. 90.000 Münzen immerhin. 90.000 Münzen. Jawohl. Auch wenn es am Ende schade ist, dass 60.000 Münzen noch abgezogen wurden. Aber wir haben 3 Suarez-Tore. Wir hätten auch keine Ahnung, wie viel mehr haben können. Suarez hat wieder eine 10er-Bewertung, wie letztes Mal auch schon. Okay, Leute. Oh Gott, Leute, jetzt kommt's. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Er wird drüber spielen. Ne, 1-0. Ja, Leute, ich will halt wieder ohne Upgrade rausgehen. Es ist halt wirklich Pech. Also, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist wirklich Pech mit den Gegnerteams. Ich werde hier ohne Upgrade rausgehen. Und es tut mir echt leid. Oh mein Gott, ich habe ihn vom Fuß gespielt und ich krieg sogar den Abstoß. Wie Konis, Weltklasse. Wegbleiben vom Körper, wegbleiben vom Körper. Sonst, die wissen ja gar nicht, wohin mit ihren Füßen. Ich spiele gut. Also ich spiele wirklich für meine Verhältnisse gut. Und überleg mal, was für ein Team. Ich habe zum Beispiel gestern gegen Gabs gespielt, der jeden Tag spielt. Ich habe ihn richtig zerstört. Mit guten Teams halt beide. Brasilien gegen... Ich hatte sogar Deutschland, eher Brasilien. Aber, Digga, das ist halt hier wirklich... Das ist so ein Klassenunterschied hier. Das ist halt wirklich krass. Ich habe halt Suarez, der sich hier nur wieder mal durchkämpft, aber der hat, seine Mannschaft ist komplett blau, Ikone, Team of the Season, Digga, was soll man machen? Und die würden auch nie quitten, wenn man mal gegen die ein Tor schießt, also so wie der eben zum Beispiel, weil die wissen halt, ey, der Typ hat ein Silberteam, da kann man immer noch zurückkommen. De Gea mit einer Weltklasse-Parade, Digga, gegen Vera. Ich darf die Ecke nicht mit Suarez schießen, wer kann denn sonst noch hier einigermaßen... Tatsächlich Luna. Wenn Luna jetzt Suarez hier die das Ecke assistiert. Digga, wie fühlt er sich gerade, wie ich ihn an die Wand spiele, die letzten Minuten? Komm, Louis. Suarez, einen Meter daneben. Ey, Leute, ich krieg hier die Krise. Suarez kämpft sich hier so durch immer, ne? Ich bin so stolz gerade. Die Jungs sind wirklich gerade am Start einfach für mich. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Mir ist alles scheißegal. Sogar wenn ich ohne Münzen rausgehe, Digga. Wir kämpfen hier schön zusammen gerade alle. Wie Konis, aber das, ja, können wir nicht verhindern. Das können wir nicht verhindern, Leute. Da haben wir leider keine Münzen. Schade. Ah, Leute, es ist einfach, es tut halt einfach weh. Oh, er macht den Fehler nochmal. Okay, okay, komm. Wir sind jetzt genau bei 0 Münzen. Genau bei 0. Ja, Firmino kriegt den Ball hier. Keiner geht hin und das war's. Ah, schade, Leute. Schade, schade, Leute. Ich finde es halt einfach so, keine Ahnung, was sollst du dazu sagen? Muss ich wenigstens am Ende diese Scheiße nicht einblenden? Ah. Na, Tor von Suarez würde mir immer noch 20.000 Münzen bringen. Irgendwie mal ein Elfer oder so kriegen. Ich muss halt mit Suarez das Tor 100 Pro machen. Ja, aber Leute, es ist halt einfach schlecht. Ich hatte eine Ecke und ich 5. Vikon ist nochmal, aber Firmino. Und das ist dann wirklich der Gnadenstoß. Keine Münzen mehr möglich, Leute. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Ihr könnt in die Kommentare Hashtag Mitleid schreiben. Die traurige Story geht weiter. Ich finde es eigentlich auch eher lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Marcel kriegt keine Upgrades. Also morgen. Haut rein.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.